In diesem Video zeigen wir euch, wie aus einer hässlichen Wand eine wunderschöne Landschaft wird. Außerdem verwandeln wir die Baustelle vor unserem Haus in einen idyllischen Vorgarten. Das sind übrigens alles Aufnahmen, die bei unserem Hausprojekt entstanden sind, es allerdings nicht in die Hauptvideos geschafft haben. Weil wir sie trotzdem super cool finden, zeigen wir sie euch jetzt hier. Wir fangen jetzt mit der Wandmalerei an. Also ich schleife jetzt die Wand hier ab, dass die danach schön... Es war super viel Arbeit, die Wand abzuschleifen. Wir haben insgesamt einen ganzen Tag dafür gebraucht. Die sieht noch ziemlich hässlich aus, aber deswegen ist der Flo jetzt da. Ich male in den nächsten zwei Tagen hier eine Landschaft mit Felsen und Bergen und Bäumen an die Wand und ich freue mich mega drauf. Ich bin auch gespannt, wie es am Ende aussieht. Ja, es wird richtig geil. Es wird sick, Mann! Let's go! Flo hatte eine ganz besondere Technik, das Farbregal von Hornbach auszurollen. Hast du alles, Flo? Ich glaube, ich habe mehr, als ich brauche. Wir nehmen noch mal ein paar. Wir haben noch ein paar Pinsel mitgenommen und dann ging es auch schon los. Flo hat mit dem Hintergrund von der Berglandschaft angefangen. Es war absolut beeindruckend zu sehen, in welchem Tempo Flo eine wunderschöne Landschaft an unsere Wand gemalt hat. Und es hat einfach Spaß gemacht, ihm bei der Arbeit zuzugucken. Wenn ihr mehr über Flo wissen wollt, dann guckt gerne mal in die Videobeschreibung. Flo, was wird das? Das wird ein Schiffswrack, was die Jungs versenkt haben, weil hier das U-Boot von den Jungs hinkommt. Nach zwei Tagen Arbeit ist aus der hässlichen Wand eine wunderschöne Landschaft geworden. Flo hat sogar als Andenken Philipps Adler an die Wand gemalt. Tausend Dank dafür, das bedeutet uns echt super viel. Nachdem Flo unser Treppenhaus in ein Kunstwerk verwandelt hat, machen wir als nächstes mit dem Vorgarten weiter. Der Vorgarten hat extrem viel Verbesserungspotenzial und ich fange jetzt damit an, die Büsche rauszureißen. Ich bin extrem gespannt, ob du hier den fetten Busch rauskriegst. Ich auch. Ah, das ist Cheating. Das ist Cheating. Oh, stop. Mann. Ja. Das ist die männliche Version von Unkrautjäten. Als wir angefangen haben, den Vorgarten umzugraben, hat Daniel einen interessanten archäologischen Fund gemacht. Und zwar einen gigantischen 4 Meter langen Betonklotz, der so schwer war, dass wir ihn nicht rausbekommen haben, obwohl wir es mit dem Gabelstapler und dem Bagger gleichzeitig versucht haben. Daniel wollte das natürlich nicht akzeptieren und hat fleißig weiter gerüttelt. Wie er einfach nicht aufgibt, obwohl es hoffnungslos ist. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Irgendwie muss das Ding da raus. Unser Plan war es jetzt, den Stein weiter auszugraben und es dann noch einmal zu probieren. Dabei war ich definitiv mit meiner Schaufel eine große Hilfe. Daniel hat es geschafft, den Stein etwas anzuheben, wobei er den Bagger an sein Limit gebracht hat. Das hat gereicht, damit Johannes den Stein langsam rausziehen konnte. Das ist ein ganz schöner Kampf hier, oder? Das Ding ist brutal schwer. Das ist echt krank. Machen dir die archäologischen Ausgrabungen Spaß? Schon sehr geil, gerade wenn man so einen wertvollen Schatz ausgreift, ist schon ein cooles Gefühl. Es hat noch eine Weile gedauert, bis wir den gigantischen Stein ganz draußen hatten. Der Kampf mit dem Stein hier war so hart, dass wir jetzt erstmal Mittagspause machen müssen. Abends haben wir mit dem Planieren von dem Vorgarten weitergemacht, um den Rollrasen legen zu können. Als nächstes haben wir eine wunderschöne Hecke gepflanzt und dann angefangen, den Rollrasen zu legen. So ist schließlich aus einem verwilderten Vorgarten ein idyllischer Vorgarten geworden. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal.